Heute stellen wir Ihnen die letzte Ausgabe der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin des Jahres 2016 vor, Ausgabe 8, November 2016. Dieses Heft widmet sich schwerpunktmäßig Themen rund um die Reanimation. Zunächst aber ein kurzer Beitrag von Kochanek aus Köln, der seine Daten vom Update Intensivmedizin aus dem Jahr 2015 zum Thema Sepsis hier kurz vorstellt. Ernst und Wolfram leiten in ihrem Editorial kurz in die Themen zur kardiopulmonalen Wiederbelebung dieser aktuellen Ausgabe ein. Der erste Beitrag von Fink und Mitarbeitern widmet sich den aktuellen Empfehlungen zum Basic bzw. Advanced Life Support. Die Autoren fassen zusammen: Die überarbeiteten Leitlinien zur kardiopulmonalen Reanimation 2015 enthalten wenige Neuerungen. Einige besonders wichtig erscheinende Maßnahmen werden aber deutlicher hervorgehoben. Die Rolle des Leitstellendisponenten wird unterstrichen. Ferner wird die Durchführung von hochqualitativen Reanimationsmaßnahmen mit nur minimalen Unterbrechungen in ihrer Wichtigkeit betont. Hervorgehoben wird die Bedeutung der Kapnographie zur Messung des endexpiratorischen CO2, zur Kontrolle der Tubuslage und als einfaches Monitoring unter Reanimation. Ebenfalls wird die Rolle der Notfallsonographie in der Diagnose reversibler Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstands hervorgehoben. Der nächste Beitrag von Muchmann und Mitarbeitern stellt die Komponenten der Reanimationsbehandlung vor. Die Postreanimationsbehandlung beginnt unmittelbar nach ROSC, in der Regel präklinisch. Ziele sind die Kreislaufstabilisierung, das Atemwegsmanagement, hier ist die Richtgröße, die Sauerstoffsättigung von 94%, die Erstellung eines 12-Kanal-EKG und die Auswahl der Zielklinik, Cardiac Arrest Zentrum. Bei ST mit typischem EKG soll unverzüglich eine Koronarangiographie PCR durchgeführt werden. Wenn kein nicht kardialer Grund für einen Kreislaufstillstand vorliegt und der Patient hämodynamisch instabil ist, empfiehlt sich die Durchführung einer Koronarangiographie PCI innerhalb von kleiner gleich 2 Stunden. Ein zielgerechtes Temperaturmanagement empfiehlt sich, wenn der Patient nach Return of Spontaneous Circulation nicht reagiert, 33 Grad Celsius oder 36 Grad Celsius. Die Beatmung erfolgt lungenschonend. Hier sind Richtgrößen ein Atemzugvolumen zwischen 6 und 8 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht sowie ein positiv endexpiratorischer Druck zwischen 4 und 8 Zentimeter Wassersäule. Der mittlere Blutdruck soll eine ausreichende Urinproduktion von 1 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde ermöglichen. Der Blutzucker auf kleiner gleich 10 Millimol bzw. kleiner gleich 180 Milligramm DL eingestellt werden. Ein weiterer Beitrag wendet sich den technischen Hilfssystemen zu. Dieser wurde von Wallmüller und Mitarbeitern verfasst. Die Active Compression Decompression CPR und das Impedance Threshold Device ITD finden trotz einiger positiver Studien keinen breiten Einsatz. Für mechanische Reanimationshilfen wie dem Lucas-System oder Autopuls kann keine routinemäßige Empfehlung für die Praxis gegeben werden. Sie können jedoch in speziellen Situationen erheblich die Arbeit erleichtern. Die Kapnographie gilt als Indikator für die korrekte Lage des Tubus, als Qualitätsmarker der Reanimation und als früher Indikator für Return of Spontaneous Circulation. Der Einsatz der extrakorporalen CPR abseits der akzidentellen Hypothermie oder Fruchtwasserembolie ist ein experimentelles Verfahren. Bei restriktiver Patientenselektion und perfektem Zeitmanagement kann es in der Zukunft eine Option werden, mit der sich das Überleben bei refraktärem Kreislaufstillstand verbessern lässt. Lydle und Kanz stellen die Reanimation nach Trauma vor. Ihre Zusammenfassung: Wiederbelebungsmaßnahmen nach Trauma unterscheiden sich grundlegend von denen nach innerer Ursache. Reversible Ursachen des traumatischen Kreislaufstillstands sind vorrangig und möglichst simultan zu behandeln. Die Herzdruckmassage ist nachrangig.
Zur Blutungskontrolle werden Tourniquets und Hämostatika eingesetzt, gegebenenfalls auch Packing- und Beckenkompressionsgurt. Ein Spannungspneumothorax sollte stets proaktiv mittels Fingertorakostomie ausgeschlossen bzw. behandelt werden. Die Notfalltorakotomie ist die einzige effektive Maßnahme bei Perikardtamponade und ermöglicht zudem die direkte Blutungskontrolle, direkte Herzmassage und ein Abklemmen der thorakalen Aorta. Vor Abbruch von Wiederbelebungsmaßnahmen sollten alle reversiblen Ursachen ausgeschlossen oder behandelt sein. Eine Übersicht von Hertig und Mitarbeitern stellt den Schlaganfall vor unter der Thematik vom Schlaganfall zur Reperfusion. Wie geht es schneller? Die Zusammenfassung der Autoren. Selbst wenn Konzepte wie institutionsübergreifende elektronische Patientenakten oder mobile Stroke Units für die meisten Krankenhäuser, die Patienten mit akutem Schlaganfall behandeln, noch nicht umsetzbar sind, lohnt es sich, die vor Ort praktizierten Standards einer kritischen Evaluation zu unterziehen. Durch die Implementierung möglichst vieler der genannten Maßnahmen ist ein deutlicher Zugewinn an Wirksamkeit der Thrombolyse ohne Sicherheitsverlust zu erwarten. Integraler Bestandteil dieser Maßnahmen ist auch die Etablierung einer engen Kooperation mit dem örtlichen Rettungsdienst. Eine Originalia stellt das EKG-Monitoring nach Stromempfinden dar mit der Frage, ist dieses immer notwendig? Die Autoren fassen zusammen. Asymptomatische und stabile Patienten ohne irgendeinen Risikofaktor und mit einem normalen initialen EKG benötigen keine stationäre Herzüberwachung nach einem Stromunfall. Opfer von einem Stromunfall mit instabiler Vitalfunktion und oder Risikofaktoren und oder klinischen Symptome und oder einem abnormalen EKG sollten auf die Notfallstation aufgenommen werden oder auf eine Intermediate Care bzw. Intensivstation. Die Autoren schlagen einen Ablauf vor unter B. Nachdem die Studie durchgeführt wurde, schlagen sie vor, nach einem Stromunfall zunächst die Vitalfunktion zu überprüfen, dann sehr sorgfältig eine körperliche Untersuchung durchzuführen, Risikofaktoren zu evaluieren, wie zum Beispiel Verlust des Bewusstseins, anamnestisch kardiovaskuläre Erkrankung, Schwangerschaft, abnormale Laborresultate wie erhöhte Herzenzyme und oder Troponinspiegel, transthorakaler Stromdurchfluss, begleitende Verletzungen, Verletzungen der Weichteile und Verbrennungen. Eine weitere Originalarbeit stellt die Prädiktoren der Sterblichkeit bei Patienten mit kardiogenem Schock vor, die mit einer primären perkutanen Koronarintervention und einer intraortalen Ballon-Gegenpulsation behandelt werden. Zusammenfassend präsentiert diese Studie einen schnell und einfach zu erhebenden Risikoscore für aktuelle kardiogene Schockpatienten dar. Zusätzlich zeigt es an, dass die intraaortale Gegenpulsation eine sinnvolle Therapie bei kardiogenen Schockpatienten sein kann, wenn sie sehr frühzeitig eingesetzt wird im Rahmen einer koronaren Revaskularisierung. Im Beitrag Innovation in der Intensivmedizin behandeln Dais und Marx aus der Universitätsklinik Aachen die Telemedizin der Intensivmedizin, Möglichkeiten und Grenzen einer Innovation. Die Teleintensivmedizin ist mehr als eine technisch realisierbare Kommunikationsstruktur und zusätzliche Überwachungsmöglichkeit. Vielmehr ist Telemedizin als ärztliches Kooperationsmodell eine komplexe Ergebnis- und qualitätsorientierte Intervention. Mittelfristig wird aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Verpflichtung, auch im ländlichen Raum eine qualitativ exzellente Intensivmedizin zu halten, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit eine innovative Option gesucht. Teleintensivmedizin kann als neue Form der ärztlichen Kooperation zum Nutzen der Patienten einen wichtigen Beitrag leisten unter dem Motto Miteinander kompetenter. In einer Kasuistik stellen Neveling und Janssens einen lila Urin bei einem Patienten mit beidseitiger Nephrostomie vor.
ebenfalls in einem Bild und Fall behandeln Grigulianus und Mitarbeiter den Mann, der es leid war, krank zu sein. Schalk stellt die präklinische Sorgfaltspflicht beim Kraftdruckmanagement vor in der Rubrik Pflege. Und in dem aktuellen CMB-Beitrag behandeln Fussen und Lemmen, ebenfalls von der Universitätsklinik Aachen, multiresistente Erreger auf der Intensivstation und diskutieren hier sinnvolle Maßnahmen zur Prävention. Last not least können Sie wieder auf den Mitteilungsseiten der DGN Informationen erhalten, dieses Mal auch ein Grußwort des Präsidenten Professor Riesen zu Weihnachten und Neujahr 2016-2017, also ein etwas vorgezogener Beitrag. Weiterführende Informationen erhalten Sie dann ausführlich in der aktuellen Ausgabe der Medizinischen Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin, Heft 8, November 2016.